gnadenlos weiter. Nebenwirkungsmanagement bei endokriner Therapie. Wir haben es heute gehört, wir reden jetzt heute nicht von 5 Jahren, sondern von 10 Jahren endokriner Therapie. Und ich glaube, alle von uns kennen die Frauen, die vor uns sitzen und sagen, ich ertrage es nicht, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ihr stellt sich dann einfach die Frage, warum ist dieses Thema so groß? Wir haben schlicht und ergreifend Nebenwirkungen. Welche sind das? Menopausenbeschwerden, Hitzewallungen, Schlafstörungen, Atralgien. Es gibt in der Literatur unter Aromatasehemmer bis zu 50-60% der Frauen klagen über morgendliche Steifigkeit, über Bewegungsunfähigkeit, trockene Schleimhäute, Libidoverlust und psychische Symptome. Aber nicht nur das, die Folgen, die daraus resultieren, sind diese dort. Geschätzt, ca. 30% der Frauen brechen die Therapie vorzeitig ab oder nehmen nur eine suboptimale Dosis ein. Das bedeutet für uns in der Praxis, das Leiden dieser Frauen ist so groß, dass sie lieber einen Rückfall in Kauf nehmen, als diese effektive Therapie weiterzunehmen. Natürlich haben wir auch in der konventionellen Medizin Möglichkeiten, die sind begrenzt und auch wenn sie durchaus effektiv sind, so haben sie wiederum neue Nebenwirkungen, die dann vielleicht unter Umständen sogar unerträglicher sind als die Nebenwirkungen der eigentlichen Therapie. Und was bietet sich da an, als mal zu gucken, was gibt es denn sonst noch? Und jeder von Ihnen weiß, in der Komplementärmedizin gibt es einen Haufen Sachen. Alles hier vorzustellen, dann säßen wir vielleicht morgen früh noch da. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mal rausgeguckt, was haben wir denn für Studien, was haben wir denn für Daten, wie sieht unsere Literaturlage aus? Und die Literaturlage zum Lifestyle in Bezug auf Überleben ist relativ bedeutsam, aber jetzt gerade eine neue Studie in San Antonio vorgestellt worden, wo eine sportliche Intervention nach einem Jahr bis zu 30% Reduktion der Atralgien gebracht hat. Nur dadurch, dass wir die Frauen motivieren, an einem Sportprogramm teilzunehmen. Da geht es um Kraftsport in der Hauptsache, aber auch um Bewegung. Das ist schon mal etwas, was wir machen können. Die Traubensilberkerze, Zimicifuga, kennen auch viele von Ihnen, wird viel eingesetzt bei Frauen in der Menopause, die kommen wegen Menopausenbeschwerden, aber haben wir Daten, dass das auch wirklich wirkt? Es gibt hier 2 größere Studien, das ist ein Review, was gezeigt hat, dass wir den Frauen sagen können, ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall oder auch für die Entwicklung eines Brustkrebses haben wir nicht, aber statistisch ist die Traubensilberkerze nicht effizient, wenn es um die Verkleinerung der Wallungen geht. Schwierig ist bei diesen Studien immer, dass wir sehr unterschiedliches Studiendesign haben, dass wir teilweise unterschiedliche Dosis haben und damit die einzelnen Studien gar nicht vergleichen können. Von 2012 gibt es Cochrane Review, auch da keine ausreichende Evidenz, aber vielleicht wirkt es ja doch. Ich lasse das mal so stehen. Sehr spannend ist eine Kombination aus verschiedenen Komponenten, Selen kennen wir. Proteolytische Enzyme sind entzündungshemmend, abschwellend und Linsenextrakt wird zu einem Komplexbildner. Und hier gibt es eine Studie, die Ende letzten Jahres von einer texanischen Gruppe veröffentlicht wurde. Und sie haben 680 Patienten eingeschleust, unter 1,5 Jahren antihormoneller Therapie und mit einer fixen Kombination, die hier aufgelistet ist. Mal geguckt, was passiert denn mit Menopausenbeschwerden und mit Atralgien. Und wenn man diese Balken sieht, so ist das natürlich eine wahnsinnige Reduktion an Beschwerden. Auch diese Studie ist nicht ohne Kritik, es gibt keine Placebo-Kontrolle. Die Placebo-Kontrolle ist nicht ganz effizient. Es ist eine sehr kurze Beobachtung, 4 Wochen. Aber immerhin haben wir Anhaltspunkte und nur darum geht es mir. Vitamin D, unser Sonnenvitamin. Hier, ich mache sie mal alle auf, haben wir unterschiedliche Resultate. 2014 ist jetzt die neueste Studie, die ich gefunden habe. Und hier haben sie geguckt, gibt es einen Zusammenhang zwischen Vitamin D und Gelenkbeschwerden. Und die Studie hier zeigt keinen statistisch signifikanten Effekt. Die von 2010 sagt ja und die von 2014 sagt auch ja. Gucken wir auf die Zahlen.
müssen wir dann schon sagen, dass wir gerne mehr Zahlen hätten zudem. Wir gucken aber auch auf den Spiegel des Vitamin Ds. Und für mich ist überzeugend, wir haben Anhaltspunkte, dass ein hochnormaler Vitamin D-Spiegel einen protektiven Effekt bringen könnte. Und das ist einfach zu realisieren. Akupunktur. Ein Haufen von Studien, ich habe mal so ziemlich die neuesten, die ich gefunden habe, hier mal aufgelistet. Sie sehen, 2014 sind zwei Studien, 2013 die Studienfülle bei der Akupunktur ist groß. Was auffällt, wenn man sich diese Studien anguckt, ist dreierlei. Die Scheinakupunktur ist meistens fast genauso wirksam wie die echte Akupunktur. Sie scheint überlegen zu sein gegenüber Nichtstun. Hier haben wir mal eine Warteliste. Hier in auch einem Cochrane Review vom letzten Jahr waren die gleich. Keine Therapie besser, aber natürlich gegen Hormontherapie schlechter. Es gibt eine spannende Vergleich Akupunktur-Wendlerer-Vakzin. Die waren gleich wirksam, bei aber natürlich deutlich weniger Nebenwirkungen. Sodass ich glaube, wir können von der Akupunktur sagen, sie hat eine Wirkung. 2013 ist mal geguckt, was können wir denn statistisch belegen. Und die Wirkung war für Nausea und Erbrechen evidenzbasiert, für alle anderen nicht. Jetzt muss man immer wissen, wo kommen solche Studien her. Solche Studien kommen teils aus China und die Chinesen nehmen das mit der Randomisation häufig nicht so ganz genau. Was haben wir noch? Wo haben wir noch Studien? Yoga und Meditation, wenn Sie das im PubMed eingeben, finden Sie immerhin, also Yoga, Meditation und Breast Cancer, finden Sie immerhin 95 Studien. Darunter eine schwedische Studie 2009, die gezeigt haben konnten, dass die Gelenkbeschwerden und die Anzahl von Wallungen doch signifikant weniger wurden. 2012, systemisches Review, eine Meta-Analyse, doch erstaunlich viele Untersuchungen, die mit drin waren, die haben zeigen können, dass immerhin der Benefit für die psychologischen Symptome deutlich da war. Lebensqualität und Fatigue wurde besser. Die physiologischen Parameter hatten sie keinen Einfluss. Wie wichtig ist das jetzt, wenn es mir als Frau mit den Gelenkbeschwerden aber insgesamt besser geht? Und noch eine zweite Literaturrecherche, 18 Studien, alle mit verbesserter Lebensqualität. Und noch ein spannendes Feld, die Hypnose. Auch hier Studien mit Menopausenbeschwerden bei Frauen mit Mammakarzinom. Erneute Studie bei Wallungen ohne Mammakarzinom und auch hier deutlich reduzierte Anzahl von Wallungen. Ja, jetzt kann man, die Liste kann man jetzt noch endlos fortführen. Es stellt sich für mich als tätig praktischer Arzt die Frage, wie setze ich das um? Und ich glaube, da gibt es ein relativ einfaches Konzept. Wir fragen doch mal, was kennt die Patientin? Was wünscht sie sich von der Komplementärmedizin? Was hat sie für Erwartungen? Und was wir alle schon können, ist Beratung bezüglich Lebensstil. Erlernen von Entspannungsverfahren. Wir haben gesehen, es gibt Hinweise, dass die einen Effekt haben können und Schaden tun sie ganz sicher nicht. Und eventuell muss ich auch gewisse Verfahren kombinieren. Das heißt also, wir haben mit den Nebenwirkungen der antihormonellen Therapie ein ernstzunehmendes Problem. Wir reden von 10 Jahren antihormoneller Therapie. Professor Senn hatte die Daten gezeigt, dass sie in den USA prophylaktisch gar kein Tamoxifen nehmen, über 80%. Die konventionelle Therapie hat ihre Grenzen. Wir wissen aus genügend Studien, dass die Komplementärmedizin groß im Trend ist, dass das gewünscht wird. Wir haben immer mehr Studien, mit denen wir auch wirklich gucken können, was machen wir da. Und wenn wir vielleicht nicht sagen können, dass sie hocheffizient sind, so können wir vielleicht wenigstens sagen, dass sie nicht schaden. Und sie erweitern damit unser therapeutisches Spektrum. Und wofür brauchen wir das? Für eine größere Compliance und für eine verbesserte Lebensqualität. Danke.